Wir machen jetzt mal einen Refresh. Das haben wir auch hier schon gesehen. Warte mal, hier, komm, den einen gönnen wir uns hier noch. Was hat er hier bekommen? Oh, der hat auch hier ein Board Ape-Bild. Okay. iCramics Geschenk. Das sind meine Geschenke. Ist noch ein bisschen Geld. Bis der beste Kuss. Dankeschön. Level Up hier einmal bekommen. Probier aber mal lieber meinen Sponsor, Just Legends, aus. Dann hier noch ein Controller. Auch wild. FC Bayern München. Okay. Und hier so ein Ding. Also auch Fußballfan. Tastatur auch am Start. Auch geile Geschenke. Ich würde sagen, wir tun die Seite mal refreshen. Viele haben ja auch geschrieben, ich soll mal refreshen, Leute. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier noch kommt. So, einmal hier, zack, zack, refreshed. So, dann machen wir hier weiter. Mini-Paluten 10.1. Hier, iCramics, hier nochmal alles. Oh. Okay, also hier komplettes Rocket-Set, ne? Das war ja, glaube ich, hatten wir das gerade eben schon mal gesehen, aber auf jeden Fall hier die komplette Rocket-Ausstattung. Not bad, Digga. Nicht schlecht, Cashbecht. Dann Follow Kruder. Bei meinem Setup habe ich den Stuhl Monitor PC bekommen. Achso. Ah, das war der, wo wir vorhin gefragt hatten. Und hier nochmal eine Fortnite-Unterhose. Hast du die Fortnite-Unterhose auch zu Weihnachten bekommen? Oder, ja. So, der Rest kommt noch. Digga, was kriegt denn alles? Hä? Allein das ist ja schon übelst krass. AMD hier, AMD Ryzen. Hier, das ist ja übelst krasses Setup. Das habe ich auch teilweise bei mir im PC verbaut. Also das ist ja hier schon mehr als genug Geschenk hier, Tommy. iCramics, das hier sind ein paar Hauptgeschenke. Dior Sauvage, okay, gutes Parfüm. Klassiker, benutzen sehr viele. Pasha de Cartier, was ist das? Ist das auch ein Parfüm? Okay, der Bruder riecht auf jeden Fall wieder gut fürs nächste Jahr. Mein Hauptgeschenke, Parfüms, Xbox Controller. Okay, auch gut, schmeckt. Kannst auch Forza zocken mit der Xbox. Keine Lust, aus Schrank zu holen. Okay, er hat keine Lust, aus dem Schrank zu holen, hat hier aber ein MCM-Sweater bekommen. Auch saftig, knaftig, MCM. Cool. Ich muss sogar sagen, ich habe nichts persönlich von MCM. Ist nicht so unbedingt meine Lieblingsmarke. Aber ich muss sagen, das hier sieht richtig cool aus, der Sweater. Also ich mag dieses braun-orange mit dem MCM-Schriftzug. Ist auch, glaube ich, hier gestickt sogar, nicht gedruckt. Ist geil. Würde ich auch an mir sehen, den Sweater. Finde ich sehr cool. Hat er zwei Hamster hier bekommen? Chim 8, der Beste. Hast du einfach zwei Hamster bekommen, oder was? So. Oh, was hat er denn hier? Alter, was hat er denn hier alles bekommen? Lower sonst irgendwas. Leo heißt der. Das waren meine Geschenke. Bin jetzt in ein Internat gezogen und muss noch die Maße des Platzes für meinen Monitor abmessen. Okay, also er ist umgezogen. Aber, oh mein Gott, Bro, was hast du alles bekommen? Das sieht sogar richtig clean aus, so alles in den gleichen Farben hier. Alles weiß, blau, schwarz. Okay, warte mal, also hier sind, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, sind das so, wie so Hausschuhmäßig? Dann hatte ich hier eine Mütze, 20er PSN-Guthaben. Thrasher-Hoodie, sehr, sehr cool, Leute. Thrasher-Hoodie feiere ich auch. North Face-Handschuhe, auch nice, Digga. Dann, ich glaube, hier auch nochmal ein Hoodie. Kenne ich jetzt persönlich nicht die Marke. Weiß ja auch nicht, 022, was das ist. Aber auf jeden Fall hier einiges an Klamotten. JBL, Lautsprecher, auch immer gut. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Hasen, Max. Ach, das waren Hasen. Ich dachte, es wäre ein Hamster. Oh, sorry, Leute. Das sind Hasen? Ah ja, tatsächlich, hier sind die Ohren. Ja, okay, ihr hattet recht. Oh Mann, ey. Oh Mann. So, dann, was hat der Bratan hier bekommen? Nitro-Szene, iCramming String. Hab den Tag nach Weihnachten noch Hoodie und 150 Euro bekommen. Auch schmackhaft. Und hat hier eine Süßigkeitenbox bekommen. Hier noch Samsung AirPods so mäßig, so Lautsprecher. Und auf jeden Fall gut was zum Snacken, Bro. Auch immer, immer nice. Amerikanische Snackbox, okay. Wobei, ich weiß nicht, sieht jetzt hier nicht so amerikanisch für mich aus. Ich glaube, das ist nur eine deutsche Süßigkeitenbox. Das war jetzt ja hier nicht irgendwie Reese's oder so. Okay, oh, was hat er denn hier für ein Setup, Alter? Hab das Lenkrad bekommen, ein bisschen Geld und so eine PS5 kaufe ich mir noch dazu, dass ich das Lenkrad auch auf der PS5 nutzen kann. Bro, hier richtig krasses Setup. Hier Nanoleafs, drei Monitore, dickes Mikrofon. Lenkrad hat er hier bekommen. Sheesh. PS5 und so, will er sich noch holen. Also das ist ein krasses Setup, Bro. Hier ein wilder Gaming-PC. Wild. Wild auf jeden Fall, ja. So, er hat hier... Bro, auch... An der Stelle danke dafür, dass du uns auch an deinen Füßen teilhaben lässt. Danke dafür. Er hat hier einen Luca Concrafter Hoodie bekommen und eine Nike, diese Taschen? Wie heißen die nochmal? Live-Chat, helf mir mal kurz. Ich habe 10.000 Euro Thompson Gaming Setup bekommen. Crafting Peter.
zeig Bild oder du sind Geschichten aus dem Paulanergarten. Sportrucksack, genau, Sporttasche. Sportbeutel, genau. Tyler Drummer, neuer Laptop, auch saftig, naftig, würzig, gut, neuer Laptop. Ich würde sagen, wir schauen noch drei uns an. Wir machen jetzt noch drei, dann machen wir weiter, ja? Ich glaube, dann haben wir genug Sachen angeschaut. So, dann machen wir hier noch den Tim. Tim, den Fernseher und 300 Euro. Oh, neuen Fernseher, direkt sogar schon an die Wand gegangen. Nice. So, was hat er hier bekommen? Weiß man jetzt nicht. Hat er nicht dazu geschrieben? Okay, das zählt nicht. Aber, oh, guck mal, Leute, der Ehrenmann, er hat so eine iCrimex-Ding hier, Karte von mir, eine iCrimex-Autogrammkarte. Wahrscheinlich entweder aus der Süßigkeiten, von der Süßigkeiten-Schüssel. Nee, ich kann heute nicht mehr reden. Von dem Süßigkeiten-Mix oder von dem Adventskalender. So. Wissen wir jetzt aber nicht, was hier das Weihnachtsgeschenk war. Deswegen zählt der nicht. Wir machen nochmal neu. Ein neues Air ab. Okay, auch gut. Schmeckt immer gut. Und dann haben wir hier noch, wen haben wir hier? Das sind die Weihnachtsgeschenke von meinem kleinen Bruder und er wollte fragen, ob du ihn mal grüßen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie dein kleiner Bruder heißt, Bro, aber Grüße gehen raus an den kleinen Bruder von Only Zenitsu 08. So, und er hat hier FIFA 21 bekommen und nochmal neues Smartphone. Auch sehr cool. Warte mal, komm, warte. Ich mache noch einen Refresh und dann schauen wir nochmal uns drei an, weil da war jetzt hier gerade nicht mehr so viel dabei. Das heißt, jetzt nochmal drei. Oh, hier der Marcel hat einen DX Racer, aber einen ganz dicken hier bekommen, so mit zwei Polster. Ich kenne mich nicht so gut aus, ich weiß nicht das genaue Modell davon, aber der sieht sehr, sehr geil aus von den Farben abgestimmt. Alles so mit schwarz, weiß, rot, dicke Polsterung. Nice. Schöner DX Racer. Die kosten ja auch ordentlich was hier, die Dinger. Was hat er denn hier bekommen? Auch mal wieder was ganz anderes. Hab eine Red Bull Jacke bekommen und ein Red Bull T-Shirt. Okay, auch cool. Bist du so Red Bull Fan oder was? Ist auch Aston Martin, Red Bull Racing, KTM Racing, das ist irgendwie so, das ist so wahrscheinlich hier so Motocross, KTM und das sieht so mäßig so Formel 1 mäßig aus. Auf, Bro, auch hier an dieser Stelle, haben meine Abonnenten alle keine Socken? Ey Leute, lasst euch mal Socken zu Weihnachten schenken. Ich glaube, meine Abonnenten haben alle keine Socken an. Ihr seid alle so Barfuß-Benjamins hier. Okay, das hier sieht eher so Formel 1 mäßig aus, Aston Martin, Red Bull Racing, aber auch sehr, sehr cool, finde ich auch, hatte ich mir auch schon mal überlegt, so ein Lamborghini-Ding zu holen mit von, wie heißen die bei Lamborghini, die Quattro Corsa oder so heißt da das Race-Team. Machen wir noch, komm hier, er hat Laptop und Kopfhörer bekommen, dann würde ich sagen, er hier ist jetzt, oh, nee, komm, er ist hier der Letzte, bis ihn machen wir jetzt noch. So, irgendwo müssen wir mal aufhören. Er hat hier AirPods und ein iPhone bekommen, gute Mischung, kann man direkt schön zusammen nutzen. Und dann haben wir hier nochmal von dem Laren Red Level Up und PS5 zu Weihnachten bekommen. Stark. Probier auf jeden Fall mal, wie gesagt, mein Sponsor Just Legends mit dem Code iCramix. Gibt es direkt mal 25%. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr geil. Wassermelonengeschmack, mein Lieblingsgeschmack. Und eine PlayStation 5. Auch krass, Leute. Also PlayStation 5 ist, glaube ich, auch immer noch dieses Jahr der wildeste Flex zu Weihnachten gewesen, weil die ist einfach immer noch überall ausverkauft. Kaum jemand kriegt eine PS5. Also auch krasse Geschenke. Leute, also hier nochmal kurz der Schnelldurchgang, hier auch nochmal ein wildes Setup hier, krass natürlich, mein Gaming-PC, Streamer-Setup, das sehr, sehr, das, also das hier wirklich ein komplett krasses Weihnachtsgeschenk, was er hier bekommen hat, also er war, glaube ich, ganz artig über das Jahr, dass er so ein Setup hier bekommen hat, sehr, sehr wild. Mann, jetzt nochmal ganz kurz Schnelldurchlauf, weil wie gesagt, Leute, jetzt irgendwo hier müssen wir dann auch mal aufhören, aber ich glaube, wir sind jetzt hier auch durch, Leute, also ich glaube, das passt ganz gut. So, Stuhl, Mikro und PC bekommen, auch hier das komplette Full-Streamer-Setup. Und ich glaube, dann sind wir hier jetzt auch, sind wir hier durch, Leute. Dann sind wir hier durch. Also, ich glaube, ich hoffe, dass alle dieses Jahr zufrieden mit ihren Geschenken waren. Ihr habt ja gerade meine Geschenke zu sehen. Ich war sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und für die Leute, die keinen Weihnachten feiern, an meine muslimischen Zuschauer oder so, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem eure Weihnachtsfeiertage schön genossen habt, ja. Und ihr kriegt ja dann eure Geschenke zu Zuckerfest, ne. Dann schauen wir da nochmal in die Geschenke rein für euch.